Heilsein. Puzzleteile für ein gutes Leben. Mit der Therapeutin und Autorin Mechthild Rexnajuch. Ein großes Thema von Zeit ist Zeitverschwendung. Und ich muss gestehen, inzwischen bin ich bei vielen Dingen sehr tolerant geworden. Nicht aber, wenn jemand meine Zeit verschwendet. Das macht mich unverhältnismäßig ärgerlich. Und ich bin auch überhaupt nicht bereit, das in irgendeiner Form zu tolerieren. Ich bin bereit, mich anzustrengen. Ich bin bereit, Dinge möglich zu machen. Ich bin auch bereit, einen Schritt zurückzutreten. All das kann ich tun, aber ich bin nicht bereit, dass jemand meine Zeit verschwendet. Und die übelste Form der Zeitverschwendung ist tatsächlich zu spät kommen. Und ich erinnere mich, dass ich früher als Kind immer gehört habe, Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Und dann habe ich immer gedacht, ja, ich bin ja keine Königin. Muss ich dann auch pünktlich sein, wie das so Kinder denken? Und der wirkliche Punkt, den ich später herausgefunden habe, eigentlich lebe ich am liebsten so, dass ich nicht auf die Uhr gucke, sondern dass ich den Tag laufen lasse. Und das ist natürlich in unserer Welt mit unseren Abläufen sehr schwierig. Ich kenne aus eigener Erfahrung die Situation, dass man sich um andere Menschen kümmert und deswegen nicht in der Zeit bleiben kann, weil eine Person wirklich hilfsbedürftig ist. Und ich kenne auch die Situation, dass ich zu spät komme, weil ich zu spät aus meiner Praxis komme. Und dann erwarte ich selbstverständlich, dass das jeder toleriert. Und in Wirklichkeit ist es schlicht und einfach gemein. Es ist unhöflich. Es bedeutet nämlich, dass ich dem anderen signalisiere, du bist mir nicht so wichtig, was nicht stimmt. Was macht man also mit diesem Thema der Pünktlichkeit? Das Erste, was ich gelernt habe, zwischen zwei Ereignissen gibt es immer noch einen Weg zu gehen und den sollte man einplanen. Das fand ich schwierig. Das Zweite, was ich gelernt habe, ist zu sagen, ich kann es wirklich realistisch erst zu dem und dem Zeitpunkt schaffen. Willst du mich dann immer noch treffen? Ich habe gelernt, einzuschätzen, wie viel Zeit ich unterwegs verliere, was dazu führt, dass ich mich in meiner normalen Woche ungerne verabrede, sondern eher so eine Sache auf Zuruf gestalte. Und ich glaube, dass es sich lohnt, diesen kleinen Regeln nachzugehen und herauszufinden, warum fällt mir das so schwer, on time zu sein? Warum kann ich so präzise in der Zeit sein, wenn alles funktioniert? Und die Antwort ist immer, heute habe ich es gut geplant und heute habe ich mich nicht ablenken lassen. Und bei allem Spielraum, den es geben kann und bei allen Dingen, die das Leben so mit sich bringt, finde ich es lohnenswert und ein respektvolles Verhalten der Zeit anderer gegenüber und dem Leben gegenüber zu sagen, ich verschwende ab jetzt weder deine noch meine Zeit.